Da sind wir wieder zu einer neuen Folge Mist Survival. Wir gucken uns jetzt einfach mal hier drinnen um. Haben wir gleich erstmal was zu essen gefunden. Das läuft doch. Gib mir meinen Schokoriegel. Sag mal. So, was auch sehr interessant ist, man kann die Wagen nicht bewegen. Als ob die festgefressen sind. Hier war nichts mehr. Okay, Komponenten nehmen wir mit. Hier, was haben wir hier? Oh, wieder eine Machete. Sehr schön. Da haben wir nichts mehr. Hier ist eine Tür, die ist verschlossen. Hier draußen ist nichts. Aber hier ist eine Tür. Die ist verschlossen. Und hier kommt man nicht hoch. Schade. So, in der letzten Folge habe ich ja gesagt, dass... Scheiße, es wird Nebel. Oh Gott, in der letzten Folge habe ich ja gesagt, dass... Scheiße, wo muss ich lang? Spielplatz? Haus? Auto? Habe ich ja gesagt, dass da hinten eine neue Stadt kommt, in die wir definitiv nicht gehen werden. Denn da warten Banditen, ich weiß, ouch, dort ein Sniper auf mich wartet, das kenne ich auch noch, wo ich mir die Map das erste Mal angeguckt habe. Und ja, ich möchte ungern weggesnipert werden. Wir werden jetzt ganz schnell nach Hause fahren. Ich glaube, ich habe einen Platten. Ich habe so einen leichten Linksdrall. Ist die Militärbase. Da ist unser Haus. Ja, komm, hör doch auf. Motor aus. Aussteigen. Rein ins Haus. Schnell die Nacht überspringen. Den Nebel. What the fuck, ey. Ich hasse das. Immer noch. Oh, er ist weg. Ah ne, die können wir ja offen lassen, solange wir hier sind. Scheiße. Warum liegt hier oben ein Stein? Da liegen sie. Guckt euch an. Die Kackbratzen. Drei Stück an der Zahl. Warum kommt ihr mal mich besuchen? Geht doch mal zu den Banditen. Hier, Steine, immer gut. Die werden wir bestimmt dafür irgendwas brauchen. Wir werden uns vielleicht... Oh! Destroy. Move. Gut, das werden wir uns nämlich alles wieder ins Haus holen. Drin ist es sicherer. So, aber wir packen erstmal unseren Loot weg. Hier Komponenten, Metallschrott und Nägel. Hier kommt der ganze andere Schnatterer-Datsch rein. Sowas zum Beispiel. Ja, Brechstange fällt unter Werkzeug. Scheiß drauf. Munition. Ich habe so viel Munition, aber nur eine wirkliche Waffe. Warum das? Ist ja langweilig.
So, genau, wir wollten uns mal angucken, warum hat das so eine Links 3? Keine Ahnung warum. Aber da, rein damit. So, nee, das lassen wir im Auto drinne. Kann ich eigentlich alles rausnehmen auf einmal? Ich glaube nicht. Nee. War klar, die Hälfte fliegt unter das Auto. Aus. Hallo? Jetzt. Hier, mal ganz kurz. Ich muss den anderen Mist aufheben. Das, das und das. Das bleibt nämlich im Auto. Das und das bleibt im Auto. Die Zündkerzen auch. So und so. Ich glaube mal, das hier können wir auch im Auto lassen. Für alle Notfälle. Für alle Notfälle. Was ist denn das für ein Deutscheig? Munition. Hier. Werkzeug. Darunter fällt die Axt. Also so. Und diese Handschuhe natürlich. Das und das. Kann man das decken? Nein. Dann kommen die Flaschen hier raus. Die brauchen wir sowieso gleich. So, hier. Essen, Essen. Ja. Das war's mit Essen aufteilen. Komponenten und das Steine, Stoff, so die Batterie kommt auch ins Auto. Das wissen wir ja, denn die muss dort bleiben. So, dann kommt das hier oben rein. Und wo ist das ganze Klebeband eigentlich hin? Hier. So, sicher, sicher. Falls uns mal was broke geht, kann man das hier moven. Ja. Hallo? Wir werden uns jetzt alles soweit mal ins Haus reinholen. Boah, ja, mitten auf der Treppe ist klar. Die Feuerstellen werden wir wieder zerstören. Geht ja nicht anders. Die hier auch. Nee, nicht B. C. So. Move. Die Feuerstellen machen wir hier hin. Einmal das und einmal das. Das ist gar nicht so einfach hier. So. Ich hoffe, dass sie verschwinden später noch.
F-Check, yo, hier raus und raus. Ah! Raus und raus. So, dann machen wir uns zwei neue Feuer. So. Dann haben wir nämlich alles im Haus. Das ist doch viel besser. Und wir wollen hier hinten weiterbauen. Da fehlt uns noch ein bisschen was da. Und hier brauchen wir zwei Zahnräder, Eisen. Ja, Eisen, ne? Das ist es. Wie komme ich da jetzt einfach ran? Ich weiß wie. Ich möchte nämlich gerne eine Pickaxe haben. Sieben Stück kriegt man raus. Sehr schön. Hier braucht man einen Hammer. Also am besten, wenn wir hier sind, immer Hammer und Säge im Inventar haben. So, die Flaschenhammer, 10 Steine und Metallschrott müssen wir wieder 9 holen. 10 Steine. Komponenten. 8, 16, 20. So, 2, 2, 6, 6. Die Hälfte absplitten, das und das. Es geht voran bei uns. Bald können wir mit der Außenwand anfangen. Das hier. So, da fehlt uns auch noch ein Teil. Alles andere packen wir jetzt erstmal zurück, was wir nicht mehr brauchen. Das hier und das hier. Und ich glaube, den Hammer und so, das müssten wir behalten für... Ja. So, solange das hier... Da haben wir sie schon. 7 Metallerze. Wir kloppen die noch schnell klein. Die braucht ja keiner. Es sieht schon wieder nach Nebel aus. Na. Es sieht halt schon wieder voll nach Nebel aus. Das ist doch abnormal. So, hier brauchen wir 2 Metallschrott und das ist fertig. Hier brauchen wir einen Stock und das und hier brauchen wir das. Ein Stock, den stellen wir uns jetzt ganz schnell her. Dann, ach, da brauche ich ein Messer dazu. Holz ist hier hinten drin. Stein war hier. So, was brauchen wir jetzt für die Pickaxe?
Oh. Okay. Das hat sich dann erst einmal erledigt. Hier habe ich, hab ich noch Komponenten für Autos. Ja. Das erste Mal da rein. Das heißt, ich werde jetzt offscreen demnächst mal ein bisschen Metallschrott farmen. Und ja, ich werde das mit Absicht offscreen machen, weil ich denke immer nicht, dass ihr das alle sehen wollt. Naja, auf jeden Fall war's das mit der Folge heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.